Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Northgard. Ja, ich habe jetzt nochmal geguckt, ob ich das mit der Audiospur nochmal irgendwie ändern kann. Ich habe da jetzt die ganze Zeit hin und her probiert und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe keine Ahnung. Also bei Risen hat es super gut geklappt und irgendwie bei Northgard klappt das mit dieser Tonspur überhaupt nicht. Obwohl ich das auf bessere Qualität aufgehoben habe. Ja, keine Ahnung. Müsste ich nochmal im Laufe der Zeit gucken oder noch ein bisschen rumprobieren. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier ein bisschen nochmal rumgetestet und nochmal mir das Ganze angehört. Hört sich nicht so gut an. Viel zu dumpf irgendwie, als wenn ich im Badezimmer sitzen würde. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, versucht, ein bisschen umzustellen. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist als der Folge davor. Keine Ahnung. Gut, wir sind aber auf jeden Fall zurück hier bei Northgard und wir wollen auf jeden Fall mit den Jotnar ein Handel eingehen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Die Holzfäller wurden verbessert. Das ist auch schön. Und jetzt können wir mal schauen. Fische, ja komm, machen wir die Fische mal hoch. Müssen wir auch mal ein bisschen verbessern. Gut, ja, mit dem Eisen, da läuft es jetzt. Ja, Steine sind uns halt ausgegangen. Ist halt nicht so gut. Können wir jetzt eine kleine Hausnummer aufwerten. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt 32 Leute, die wir dazu bekommen können. Das ist schon mal ein Batzen. Können wir uns nicht leisten, noch einen Bewohner zum Soldaten zu machen. Ja, meine Sorge war ja, dass wir als nächstes hier das Gebiet holen, dass wir Grenze an Grenze mit dem Feind sind. Müssen wir mal gucken. Ja, bis halt Ruhm eher erreicht. Ich weiß, ich glaube nicht, dass wir den bekämpfen können. Glaube ich nicht. Den einen Speer, den wir haben, den geht's gut. Das ist sehr gut. So, jetzt kann ich mir einen Krieger machen. Steine. Steine. Hier sind Steine. 30 Stück. Natürlich auch nice. Ich will aber auf jeden Fall jetzt erstmal die Grenze hier vorne haben. Dass wir Grenze an Grenze mit dem Feind sind. Erstmal alle dahin liefern. So, der holt nämlich schon wieder mächtig auf hier, was Ruhm angeht, der Feind. Wir sind zwar noch leicht im Vorsprung, aber da fehlt nicht mehr viel. So, Freunde. Das sollten wir doch hinbekommen hier. Macht den Feind platt. Fische wurden verbessert, das ist sehr gut. 420, sehr teuer, aber das müssen wir uns holen. Für den Wyvern und erhalte 250. Sparen wir uns auf jeden Fall auf. Mist, ein großer Schneesturm kommt. Wir brauchen dann erst recht mehr Nahrungsmittel. Schmieden, Händler für mehr Crowns. Komm, machen wir die Crowns etwas höher. Weil wir da jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen Probleme mit hatten. Wir brauchen aber noch einen Speer. Ja, unser Speer hat sich gerade verletzt. Dann nehmen wir mal eben hier den neuen. Und der kann diesen Schatz hier erkunden. Der andere Speer, der sich verletzt hat, der kann jetzt mal... Wir haben schon zwei Heiler, ne? Wirst du mal wieder zum Bewohner. Du gehst zurück und wirst Heiler. Ja, gut, dann lass es jetzt einfach mal so laufen. Ja, Nahrung und Holz. Immer wieder so ein leidiges Thema. Wir haben das ja erhöht gehabt in der letzten Folge. Dann können wir da jetzt mal die Bevölkerung reinsetzen.
Sollte auf jeden Fall etwas ausmachen jetzt. Zufriedenheit sinkt. Beim nächsten Mal Aufstieg müssen wir was für die Zufriedenheit machen. Warte mal, kann ich die angreifen? Ich speichere mal. Dass wir die auf jeden Fall daran hindern könnten, oder sie uns auch. Ja, es klappt, aber es war nicht gut. Gut, das lade ich mal eben. Ich wollte es jetzt halt einfach nur mal testen, da werde ich da einen Turm auch hinbauen, damit wir uns da ein bisschen verteidigen können. Ich war mir jetzt nur unsicher, ob das überhaupt geht. Nahrung und Holz ist noch okay. Noch, aber das wird nicht so bleiben, vermute ich. So. Der Turm ist in der Mache. Hier war auf jeden Fall noch eine Menge Feinde, die wir auslöschen können. Das ist gut. Bringt uns alles sehr viel Ruhm. Wenn wir die Gebiete erobern, aber dafür brauchen wir noch mehr, ja, noch mehr Nahrung tatsächlich. Händler wurde verbessert. Wir haben immer noch mehr als genügend Eisen. Ja, komm, hier die Heiler. Sorgen sie auch gleichzeitig dafür, dass wir mehr Nahrung produzieren. Und das hätten wir auch. Das ist gut. Mehr Crowns für getötete Gegner. Ja. Ja. Machen wir das mal. Minus 10, minus 11. Das ist nicht so gut. Das ist absolut nicht gut. Der Schneesturm macht uns hart zu schaffen. Sollten wir überstehen können. Nur weil wir bei weitem nicht so viel Holz und Nahrungsproduktion, dass wir das jetzt stemmen können. Da fehlen uns tatsächlich noch viele Bewohner für und dementsprechend müssen wir dann noch die Sachen ausbauen. Oh, die Eisenmine ist jetzt damit also hinfällig. Häuser will ich erstmal keine neuen mehr bauen tatsächlich, sondern die, die wir haben, ja, die haben wir schon alle ausgebaut. Das heißt, wir werden erstmal keine neue Bewirkung dazu holen. Ich meine, mit 32 sind wir dann auch erstmal gut bedient und die fressen auch alle viel. Verbrauchen viele Ressourcen. Ihr baut mal, also du baust mal bitte den Turm da hinten. So, jetzt ist der Sturm vorbei. Jetzt nur noch normaler Winter. Das sieht schon wesentlich besser aus mit der Bilanz. Ja, Stein soll es sein, ne? Stein ist halt ein großes Problem. Deswegen sollten wir uns das Gebiet als nächstes holen. Wenn gleich der Frühling anfängt, machen wir das auch. Wir sind schon wieder im Hintertreffen geraten, was die Ruhmpunkte angeht. Das ist nicht so gut. Ja, für den Crowns hier sind wir jetzt momentan auch noch gut aufgestellt. Aber warten wir es mal ab. Angegriffen werden wir also. Meine armen kleinen Holzfälle hier, Drecksäcke. Ja, die will ich noch nicht bekämpfen. Ich will erstmal das Gebiet hier vorne haben. Weil ich denke, damit kommen wir schon gut voran. Besiegt das Gebiet und erhaltet 50 Ruhm. Das ist auf jeden Fall auch gut. Die Heiler wurden verbessert, jetzt sollten... Verdammt, jetzt habe ich das falsch geklickt. Ich ja, jetzt hat das Gebiet erweitert. Ich meine, so schlimm ist das jetzt auch nicht, weil dann kriegen wir da, haben wir dann noch die Möglichkeit, noch ein Haus oder so hinzusetzen. Naja, wollte ich zwar nicht, aber egal. So, Seefahrer. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Naja, hat uns zum Glück nur Gold gekostet.
Ist auch gar nicht mal so schlecht. So kann ich die quasi mit den Gebiete mit den Schafen dann halt besser, effektiver nutzen. Fischerhütte muss ich noch ausbauen. Genau wie das Silo. Tja, Freunde, dann sollten wir uns auf jeden Fall das Gebiet hier holen. Du hast nichts zu tun, dann gehst du mal bitte zu unserem Hauptcamp quasi. Den Bären machen wir platt. Das Gebiet besiedeln wir. Dann können wir da auf jeden Fall auch einen Steinbruch hinbauen. So, ein Speer müsste dann natürlich da auch das Ganze mal entdecken. Trifft sich gerade sehr gut, weil der andere ist verletzt. Du entdeckst mal bitte dort. Der verletzte Speer wird zum Heiler. Noch ein Wyvern. Der Legende zufolge sind Purpurrote noch gefährlicher als Himmelblaue. Ja, er sieht größer und fieser aus. Ich frage mich, ob meine Äxte wohl eine Delle in seinen Schuppen schlagen können. Finden wir es heraus. 250 Ruhm gibt dieser Wyvern. Der hier auch. 35, 8, 250. Oh, der ist doppelt so stark. Ja gut, da müssen wir wesentlich mehr Militär haben. Da sind wir viel zu unterbesetzt für. Können wir mal schauen. Axtwerfer können wir noch machen. Und Schildknappenlager. Ja, der hat zu tun. Die sind mal wieder unglücklich. Das nervt auch allmählich. Bergarbeiter, Schmied, Meister der Lehre. Ja, komm. Können wir auch mal. Ich sollte vielleicht auch mal die Krieger verbessern, ne? Ich meine, wir haben doch genug Eisen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ja, baue erstmal das, dann das nächste. Eins nach dem anderen. Stein kriegen wir langsam ran. Ja, ich weiß, ihr seid unzufrieden. Ganze Zeit nur am Maulen hier. So, das nächste Gebiet bitte. Also das nächste Gebäude. Aha. Naja. Leider kein Ruhm. Oh, wir müssen mächtig aufholen, sehe ich gerade. Verdammt. Vielleicht erhöhen wir das und bauen hier nochmal einen Hafen hin. Dass wir quasi doppelt zu See fahren. Vielleicht sogar nachher dreifach. Um noch mehr Crowns zu holen. Beziehungsweise Ruhm zu ergattern. Hätte ich vielleicht schon eher machen sollen. Naja, ich hoffe, ich krieg das noch hin, hoffe ich. Kriegen auf jeden Fall noch 7 Bewohner dazu. Ich hoffe, dass das dann mit denen lang wird. Ich will ja, wie gesagt, erstmal nicht noch mehr haben. Bereits erkundet. Das Gebiet wäre schon cool, ne? Aber da sind gefallene Walküren dabei, die sind schon stark. Wir brauchen halt mehr Bewohner. Ja, es ist alles sinnvoll. Rekrutierung erhöhen, beschleunigt das Rekrutieren der Einheiten, das brauchen wir halt auch. Weil desto schneller wir jetzt Bürger kriegen, desto schneller können wir Leute rekrutieren. Krieger. Ich mache mal die Krieger zuerst, verbessere ich sie.
10 Eisen, 50 Coins. Wir haben immer noch genügend Eisen, um auch die anderen zu verbessern. Na super, Erdbeben kommt bald. Ist nicht unbedingt so geil. Bitte mal schnell verteidigen hier, Freunde. So, ich kann jetzt auf jeden Fall das Nahrungssilo hier aufwerten und die Fischerhütte. Ihr meint also zu nerven, wisst ihr was, dann entsorgen wir euch. Gebt uns wenigstens auch noch ein paar Crowns mit, was sehr gut ist. Das Gebiet besiegen wir, auch wenn es teuer ist, aber wir brauchen es für Ruhm. Für Ruhm und Ehre. Ja, sehr gut. Die Wölfe könnten wir beseitigen für Nahrung, auch wenn das hart wird. Das schaffen wir tatsächlich noch ganz gut. Das gab auf jeden Fall gut Nahrung. Das ist sehr nützlich jetzt gerade in der Situation. So, du gehst mal bitte ebenfalls zum Schiff. Wir brauchen noch einen weiteren Seefahrer. Ja, du kannst ja trotzdem schon mal starten, alleine halt. Sollte unsere Ruhmproduktion jetzt hoffentlich auch noch mal ein bisschen ankurbeln. Ja, ich weiß, ihr seid unzufrieden. Na gut, sieht so aus, als würde ich gewinnen. Wenn ihr also erlaubt, würde ich gerne eine Liste der Bodengänge zusammenstellen, die ihr für mich machen werdet, wenn ihr erst mein Sklave seid. Nicht so vor, Elektronenräuberin, noch ist nicht aller Tage Abend. Oh, hat die den Wivern? Die hat den besiegt. Shit. Oh shit. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich am besten auch mal speichern, weil die Frage ist, ich mache das mal irgendwie hier als neue Datei. Die Frage ist, ob ich das nochmal aufholen kann, ne? Mist. Ich habe das jetzt nicht gedacht, dass sie da jetzt den Wivern besiegt. Wir brauchen jetzt auch nicht so viel Gold tatsächlich. Ein Händler kann mal Fischer werden. Steine sind verbraucht, dann kommt das hier weg. Ihr werdet erstmal Bewohner. Ach Gott. Krasse Sache, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie das schafft. Turm bauen wir auch. Du wirst noch Seefahrer. Du baust da hinten erstmal einen Turm. Speer brauchen wir also nicht mehr. Dann wirst du Bewohner. Reparieren bitte. Geht noch mit den Auswirkungen, die wir da jetzt haben. So ein Mist, da haben wir uns echt überrumpeln lassen hier. Soll ich das lieber ausbauen, dass wir dann noch schneller Ruhm bekommen? Ich hoffe, das ist richtig, dass ich das jetzt mache. Wir können ja noch mal Erleuchtung können wir noch nicht machen. Brauchen wir noch die Technologie Schiffsbau für. Sonst ist soweit hier nichts kaputt. Oh, doch. Sehr wohl ist da noch was kaputt. Tja. Machen wir nochmal Axtwerfer. Zwei Stück.
müssen dringend mal vorankommen. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser klappt. Du hast nichts zu tun. Dann wirst du jetzt noch mit Seefahrerin. Als nächstes müssen wir mal die Schiffsfahrt erlernen, dass wir einen Leuchtturm bauen können. Aber ich würde sagen, das und mehr machen wir erst in der nächsten Folge. Das wird dann übermorgen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es auch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst doch gerne ein Abo da. Und ich bin raus, bedanke mich und sage bis dahin. Tschüss.